Ja, herzlich willkommen zum neuen Video. Wer kennt es nicht, Mitte März, der Rasenmäher beim Nachbar läuft. Muss unbedingt sein, so früh im Jahr. Na, man kann nicht immer alles verstehen. Aber wenn der Rasenmäher jetzt nicht wäre, dann würdet ihr über mir das Gesumse der Bienen hören in dieser alten Zwetschge oder dieser wilden Zwetschge. Wir haben es 20 Grad. Kirsche blüht, Birne blüht. Es geht gerade richtig los bei uns. So, jetzt hier am Bienenstand. Ihr seht's, es ist ein fleißiges Gesumme und Gebrumme zugange. Es blüht hier rundum, die Pollen kommen. Wie gesagt, richtig warm. Und nichtsdestotrotz soll es ja wieder kälter werden. Da ist es ja auch nochmal wert, einen Blick auf das Futter zu werfen. Das muss man jetzt zu dieser Temperatur schon noch ein bisschen, zu dieser Jahreszeit schon noch ein bisschen im Auge behalten. Aber lasst uns einfach mal reinschauen, was sich an dem einen Bienenvolk jetzt hinter uns so ergibt. Hier habe ich gerade gesehen, die Tochter war Imkerin am Fasching und das war die Halskette. Ist der Bändel halt noch dran? Werden wir heute hinkriegen. Messer habe ich keins dabei. Also schauen wir mal. So, diese Saison habe ich auch mal hier zum Testen mitgebracht. Denke ich, ist wie eine E-Zigarette. Brauche ich noch ein paar Infos. Muss man dreimal drücken, dann geht er wohl an. Dann piepst er. Jetzt habe ich jetzt diese Saison mal zum Testen. Will ich jetzt noch nicht arg viel mehr dazu sagen, sondern erst, wenn ich ihn auch wirklich mal getestet habe. Das ist jetzt für mich der erste Einsatz. Bei sowas denkt man natürlich immer gleich an Rückstände. Da gibt es aber diverse Studien, aber dazu irgendwann anders mehr. Es ist einfach, so viel will ich euch jetzt mal sagen, ich traue mich, das zu verwenden, ohne meine Bienenvölker zu vergiften. Nein, Spaß beiseite. Gibt es ein paar Laboruntersuchungen zum Thema, die mich jetzt da nicht in Sorge walten lassen. So, dann gucken wir hier mal rein. Probieren wir das hier, erster Einsatz. Oh, ja, weggehen tun sie ja, ne? Aggressiver werden sie nicht. Ja, hier sehen wir so gleich das typische Beispiel, wo ein bisschen was nicht geil so toll gelaufen ist. Die Rähmchen sind verrutscht. Ne, der Sheet hängt hier drüben. Fragt mich nicht, was da passiert ist. Wir riechen ganz klar Honig. Sehen aber jetzt hier außen an der Wabe kein. Ist ja immer ein bisschen ein Thema, wie gesagt, gucken wir mal nach dem Futter, machen wir mal eine Wabe raus und hier müssten wir ja schon jetzt, ja, also hier sehen wir Futter, ne, kann man ja auch zur Sicherheit reingehen, ist glasklar, ne, also farblos, ist demzufolge praktisch Winterfutter und kein Honig, kann man auch, wer sich sicher, nicht sicher ist, kann es ja auch probieren. Ja, schieben wir wieder zusammen. Und warum der Sheet hier drüben hängt, ach so, der stößt am Boden. Ja, ihr seht es, ein nicht passender Sheet. Der liegt am Boden auf und dann kippt er. Erfüllt natürlich seine Aufgabe so nur eingeschränkt. Und hier sieht man ja auch, hier sind die verrutscht, sitzen nicht zusammen. Ist jetzt wiederum ein Zeichen, dass man schon länger, eigentlich länger es nicht an den Bienen war. Ne? Normal verrutschen die ja nur, wenn man sie transportiert, die Bienenvölker. Demzufolge haben wir jetzt hier einfach gesehen, wir haben jetzt auf jeden Fall die Wabe Honig. Das können wir eigentlich wieder zumachen. Und das Thema ist gegessen. Ne? Hier habe ich ja gleich so einen Windanzeiger. Also ihr seht, wir haben doch durchaus Wind. Warum habe ich vorher gesagt, wir haben um die 20 Grad Temperatur, also um die 20 Grad Temperatur, das ist ja ein bisschen je nach Pflanze unterschiedlich, kommt ja irgendwann erstmal dieser Nektarfluss in Gang. Und schönes Wetter bei 10 Grad und Bienenflug heißt ja dann demzufolge nicht, dass die Nektar sammeln. Klar, sie finden auf jeden Fall Pollen, aber Nektar bei 10 Grad sind die Pflanzen relativ
selten, wo da schon Nektar erzeugen, weil ne, die Pflanze weiß ja natürlich auch, wann kommt die Biene, lohnt es da die Kraft aufzuwenden. Und bei 10 Grad ist die Biene halt auch noch nicht so ganz motiviert, da voll ins Geschäft einzusteigen. Wir machen den Kasten wieder zu. Ja, logischerweise auch mal die Frage, wenn jetzt so die Kirsche blüht, was ist mit den Honigräumen? Oh, bei mir ist da noch nichts, ne? Also in den meisten Lehrbüchern steht ja mit Anfang der Kirschblüte, soll man die Honigräume irgendwie geben. Also das war bei uns noch nie der Fall. Ne? Es ist eher Ende der Kirschblüte. Wir sehen jetzt hier gerade im Hintergrund auch da so eine frühe Apfelsorte, wo auch schon ein bisschen rosa in der Blüte kommt. Aber da braucht man sich jetzt nicht zu stressen. Ne? Von der Stärke haben wir es hier gesehen. Diese 5 Waben Bienen besetzt, besser 6 Waben voll. Das ist so die Stärke, wo wir brauchen. Also da laufen wir so gerade in eine ganz gute Richtung, dass wir die Volksstärke haben für den Honigraum. Und jetzt brauchen wir halt noch die Natur und das Wetter dazu. Und ich habe es euch vorher schon gesagt, der Wetterbericht sagt, es ist wieder eine Woche kühler. Und also da gibt es jetzt noch gar keinen Stress bei mir, den Honigraum aufzusetzen, beziehungsweise da irgendwas zu unternehmen. Wir haben jetzt gesehen, bei dem Bienenvolk zumindest, wir haben den Futter, dass wir diese Woche da, die Kaltwürde überstehen. Ich meine, die Woche, meistens ist es ja immer wärmer, wie der Wetterbericht sagt, zumindest nach meiner App. Also da bin ich jetzt sorgenlos. Wir riechen den Honig, das ist auch schon mal ein gutes Zeichen. Wir haben eine Volksstärke, die uns zusagt. Und jetzt warten wir einfach noch ein paar Tage, bis es richtig schön warm wird, bis auch der Apfel anfängt zu blühen. Und dann kommen bei mir die Honigräume. Bis dahin blüht auch der Raps. Ne, der ist jetzt bei uns auch schon so, dass er zum Teil gelben Schimmer hat. Also das braucht auch nicht mehr lang, bis der blüht. Und dann sind wir mittendrin in der Honigsaison. Ne, das muss man mal sagen. So. Und jetzt aber noch zu einem anderen Thema. Jetzt machen wir einen kleinen Cut. Blicken kurz zurück in die vor 2 Wochen. Ja, da habe ich mich mit dem Thema Arbeitssicherheit oder da gab es eine Schulung von der Berufsgenossenschaft zum Thema Arbeitssicherheit. Das fand ich super interessant. Habe mich da mal angemeldet und war im Nachgang auch super interessant. Also da würde ich jetzt euch jetzt im Anschluss noch mitnehmen. Und auf dieser Schulung habe ich auch die Lena kennengelernt. Das ist auch eine Berufsimkerin hier bei mir in der Gegend. Ein paar Kilometer, also schon ein paar Kilometer, aber schon noch in Baden-Württemberg. Ne? Also ich fahre, glaube ich, eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde würde ich hinfahren. Und die verkauft noch Bienenvölker. Da setze ich euch den Link unten in die Videobeschreibung. Also wie gesagt, da habe ich nichts davon. Aber wer da noch Bienenvölker sucht von, so war es mein Eindruck, einer ganz guten, verlässlichen, seriösen Imkerin, der kann ja da mal schauen. Diesmal aus einer ganz anderen Ecke aus Deutschland, nämlich aus Maria Laach. Hier hinter mir seht ihr das Naturschutzgebiet Laachener See, glaube ich. Und sehr schön, ne? Sehr viele Vögel, sehr schöne Gegend hier in der Eifel. Ihr seht hier hinter mir, sieht man es vielleicht, die Klosterkirche. Also Maria Laach ist ja auch ein Benediktinerkloster. Da gibt es ein Seehotel. Und in diesem Seehotel hat die Berufsgenossenschaft, also unsere Berufsgenossenschaft, ist ja mehr wie die Berufsgenossenschaft, die SVLGF, Sozialversicherung für Landwirtschaft, Garten und Forst, glaube ich, ne? Immer ein bisschen ein Zungenbrecher, zumindest für mich, diese Abkürzung, eingeladen zum Thema Arbeitssicherheit. Habe ich noch nie angeschaut zum Kurs Arbeitssicherheit in der Imkerei. Deshalb bin ich da sehr gespannt. Bin aber schon, die Grundstimmung ist schon positiv mit der Unterkunft, mit der Umgebung. Ne? Hier praktisch um die Ecke ist ja auch das Bienenzentrum Main von Rheinland-Pfalz. Ich bin da immer wieder erstaunt, ne? Wie wenig doch da geforscht wird. Ne? Wenn man so die Politiker manchmal hört, wie wichtig die Honigbiene ist. Und wenn man sich dann unsere in Anführungszeichen Forschungszentren anschaut für die Bienenkunde, finde ich das schon
ja, verglichen mit anderen Themen sehr, 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 sehr gering, auch wie die finanziell ausgestattet sind. Da würde ich mir einfach mehr wünschen, vor allem auch deshalb mehr wünschen, weil ja schon auch, kann keiner abstreiten, ein paar Herausforderungen auf dem Gereiht zu kommen, sei es jetzt Wetteränderung, Klimawandel, wie auch immer wir dieses Thema nennen wollen. Und wir haben zum Beispiel asiatische Hornisse, wir haben vielleicht den Beutenkäfer irgendwann in ferner Zukunft. Wir haben ein bisschen Probleme mit dem Honigabsatz, zumindest manche von uns Erwerbsimkern. Also da kommt doch einiges dazu, wo die Herausforderungen größer werden lassen. Und da würde ich mir schon wünschen, dass man da die ein oder andere Stelle vielleicht mehr schafft. Vielleicht auch wenn das jetzt gerade nicht zum Thema gehört, aber das wäre auch mein Wunsch, dass es vielleicht auch mal eine Stelle gibt, die dafür sorgt, dass uns ausländische Studien oder Forschungsarbeiten zum Thema Bienen einfach in deutsche Sprache übersetzt werden und auch öffentlich zugänglich gemacht werden. Sei es jetzt über Veröffentlichungen in praxisrelevanten Themen. Also das ist ja immer ein bisschen das Problem, wenn man so Forschungsarbeiten liest, da ist ja viel mit Labor und Theorie und so. Und Einleitung und Schluss. Und da würde ich mir einfach wünschen, dass es eine Stelle gibt, die dann einfach sagt, das und das ist praxisrelevant, wir schreiben das auf Deutsch da und dahin. Ne? Das wäre so mein Wunschgedanken, wo uns vielleicht alle auch ein bisschen weiterhelfen wird. Man muss ja nicht immer das Rad neu erfinden, sondern man muss einfach auch mal schauen, was wird in anderen Ländern geforscht und was können wir da wie adaptieren. Und natürlich auch ein bisschen mehr Forschung für unsere Klimazone. Würde ich mir persönlich wünschen. Ne? Wenn es euch ähnlich geht, schreibt es doch gerne in die Kommentare. So, ich will euch mal kurz mitnehmen zu meinen Gedanken, warum ich hier bin. Also ich bin hier zu dem Seminar Arbeitssicherheit hergefahren, weil ich sowas noch nie gesehen habe, dass es sowas gibt. Ne, das ist immer ein bisschen vielleicht auch meine eigene Schuld. Und weil das Thema, muss ich sagen, für mich eigentlich immer mehr Stellenwert bekommt. Ne? Früher in der Jugend, können sich viele von euch wahrscheinlich auch dran erinnern, war Arbeitsschutz so ein lästiges Thema. Ne? Arbeitsschutz kostet Geld, kostet Zeit, macht das Arbeiten langsamer. Da kann man viele Argumente aufführen, was man so, wenn man auch manchmal zurückdenkt, was man so im Jugendlichen, in der jugendlichen Hochphase alles gemacht hat. Kann man bei manchen Sachen vielleicht nur den Kopf schütteln. Ich denke, da haben die meisten von euch auch Geschichten dazu. Jetzt, umso älter ich wird mit Familie und so, wird Arbeitssicherheit eigentlich immer wichtiger, muss ich sagen. Ne? Weil wenn man so überlegt, wenn dir halt was passiert, weil so eine Leitersprosse bricht und du fliegst da runter oder ein Fall aus meinem Bekanntenkreis, dir läuft kochendes Wasser in Gummistiefel und du fällst ein halbes Jahr aus. Oder Kreissägenunfälle, ne? Klassischer Fall, fehlen halt irgendwelche Gliedmaßen dann. Das macht das Leben in der Zukunft nicht schöner. Macht auch, führt auch vor allem dann zu extremen Problemen, wenn man ausfällt an den Bienen. Ne? Weil die meisten von uns, die jetzt, sag ich mal, ein bisschen mehr wie zwei Bienenvölker haben, sind alleine. Und wenn man da in der Saison ausfällt, Betriebshelfer von der Berufsgenossenschaft für eine Imkerei, wüsste ich nicht, dass es das gibt, einer, wo ausgebildet ist. Also das kann auch ganz schnell, so Arbeitsunfälle, ganz schnell zu riesen finanziellen Verlusten führen. Und deshalb finde ich es umso wichtiger, sich damit zu beschäftigen. Dazu kommen ja noch so diese Spätwirkungen, wenn man jetzt Gefahrenstoffe nimmt, Oxalsäure, Ameisensäure, weiß ich nicht, was es da noch für Themen gibt. Deshalb bin ich ja hier, um mir das ein bisschen zu erklären lassen. Viel weiß ich, glaube ich, dass ich weiß, weil ich mache es jetzt auch schon ein Weilchen und man beschäftigt sich ja mit dem Thema und hört viel. Aber ich bin echt mal gespannt, was es da noch so für Beispiele gibt und was man da noch zusätzlich beachten kann, ne? Weil wie gesagt, es ist es einfach nicht wert, schnell, es passiert was, dann fehlt dir irgendein Körperteil oder im schlimmsten Fall hast du dann irgendwelche Spätfolgen und genießt deine Rente nicht mehr.
So, jetzt 2 Tage später, Seminarende. Sehr schön. Also ich bin sehr positiv gestimmt von dieser Veranstaltung, dass man auch mal für Imker rein so ein Seminar anbietet, Thema Arbeitssicherheit. Wir haben ganz viele Fragen geklärt, super coole Referenten und auch so das ganze Teilnehmerfeedback von den ganzen Teilnehmern war eigentlich, kann man sagen, durchweg positiv. Es war sogar die Anmerkung, dass es zeitlich ein bisschen knapp war, dass man noch gerne mehr thematisch eingestiegen wäre. Also super interessant, dieses ganze Thema. Wie gesagt, auch super Referenten mit Praxisbeispielen. Im Prinzip haben wir behandelt die ganzen Themen. Ne? Was macht die Berufsgenossenschaft? Was sind Berufskrankheiten? Wie kommen wir dahin? UV-Schutz. Wir haben das Thema Leitern beim Schweinfang. Gut, Schwarmfang. Gut, das hat mich jetzt persönlich nicht ganz so interessiert, weil das mache ich ja, wie gesagt, nicht. Und was haben wir denn noch? Ja, unheimlich viel. Ne? Gefahrstoffe, Ameisensäure, Oxalsäure. Wir haben dann auch am ersten Tag Beispiel aus dem Unfallgeschehen gehabt, die elektrischen Anlagen. Also einmal quer durchs ganze Thema. So eine kann ich eigentlich jedem nur empfehlen. Ne? Klar, manche Sachen weiß man schon, manche Sachen kann man mit gesundem Menschenverstand regeln. Aber einfach auch mal so dieser Kontakt zur Berufsgenossenschaft, zu Leuten, die damit tagtäglich zu tun haben, zu denen ihre Einschätzungen, denen ihre Erfahrungen, die Praxisbeispiele, die die haben, super, super hilfreich. Da kann man sich, glaube ich, so als Imker nur wünschen, dass die Berufsgenossenschaft mehr solche Veranstaltungen anbietet. Also die soll es wohl jetzt nochmal geben. Und ja, also ich kann diese Präsentationsveranstaltung einfach jedem nur empfehlen. Schade, dass es schon vorbei ist. Ihr seht, ich mache mich jetzt langsam auf den Weg im Hintergrund der Lacher See. Super tolles Wetter. Jetzt stehen wir davor, 3,5 Stunden Heimfahrt haben wir vor uns. Vielleicht jetzt noch, was ich jetzt persönlich explizit für mich mitnehme. Klar hat man schon ein bisschen gewusst und geahnt, aber dass dieses Thema UV-Schutz schon eine größere Relevanz haben sollte. Ja. Bei meiner persönlichen Arbeit ist es schon so, dass wenn wir jetzt 35 Grad haben, dass ich schaue, dass ich eben von 11, 12 bis 3 nichts mache oder zumindest nicht draußen bin an diesen ganz heißen Tagen. Und das ist auch so ein bisschen die Empfehlung. Ne? Es gab, wusste keiner, die Schattenregel. Kurzer Schatten, Gefahr, langer Schatten ist gut. Ne? Kann man sich vorstellen. Und auch klar diese Empfehlungen, dass einfach die höchste UV-Dosis einfach in der Zeit von 11 bis 15 Uhr herrscht. Und ja, wenn man die vermeiden kann, ist das schon mal ganz gut. Dann natürlich langärmlich, dass die Haut, die Arme da nicht so bescheiden werden. Das ist auch mal ganz gut, was ich für mich jetzt mitgenommen habe. Und ein Aspekt, den ich wirklich nicht so auf dem Sinn habe, weil es mich jetzt so augenscheinlich nicht stört oder nicht blendet. Ich bin nicht so der sonnenbrillenbenötigende Typ. Dieser UV-Schutz für die Augen. Da ist ganz klar das Thema, Imker mit Sonnenbrille ist relativ schwierig, ne, weil man eben weniger sieht im Schattenbereich. Also insbesondere sehe ich im Schattenbereich jetzt den Zellenboden. Aber da habe ich jetzt erfahren, das wusste ich nicht. Es gibt auch durchsichtige Brillen mit UV-Schutz. Und das ist sicherlich ein Thema, wo ich mir anschaffen werde, wo ich ein bisschen für mich persönlich noch mitgenommen habe, dass man da ein bisschen besser auf sich achten kann. Ja, weil dieses Thema Hautkrebs und Schädigung der Haut durch UV-Strahlen ist halt berufsbedingt viel draußen, ist halt schon ein Thema über die Jahre. Ne?
Ja, das soll es von dieser Seite auch gewesen sein. Ich verlasse euch jetzt, setze mich ins Auto. Dieses tolle Wetter und hier in der Eifel und fahre jetzt über die Mosel, Rheinhessen, also über wunderbare Landschaften nach Hause und wünsche euch alles Gute. Und wie gesagt, wenn so ein Seminar mal angeboten wird, nur zu empfehlen. Also macht's gut, bis dann.